Ja, hallo, zum Video 2 hier. Ja, ich habe ihm ja im ersten Video erzählt, welche vier Risikogruppen sehr stark betroffen sind, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ja, es sind Sportler, die regelmäßig Sport treiben, es sind Vegetarier, es sind Veganer und Peschketarier. Ja, das sind sozusagen die Leute, die alles, die kein Fleisch essen, außer Fisch. Genau. Und wenn diese Risikogruppen nicht wissen, was genau in den Verpackungen drin ist, ja, in den Lebensmitteln drin ist, dann sind sie sogar zu 99% und sicher, dass sie eines späteren Tages krank werden. Ja? Ja, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber da die Lebensmittelindustrie nicht alles 100% korrekt auszeichnet, ja, oder auch manche Begriffe nutzt, die absolut nicht gefunden werden können, ja, wozu es keine genauen Definitionen gibt, ja, das ist möglich in Deutschland, ja, das hat mich sowieso gewundert, dass das so ist, dann, ja, ist das sehr gefährlich für Ihren Körper. Ja, und daher sollten Sie sehr genau darauf achten, was Sie essen, ja. Ganz besonders, jetzt komme ich zum Punkt, wenn Sie schon einmal Nierensteine hatten, ja. Mir ist das passiert im Jahre 2020, ja. Ich bin Vegetarier, ich bin nicht vegan, aber ich bin Vegetarier und esse jedoch Fisch, also Peschketarier sozusagen. Und der Begriff ist allerdings erst seit ein paar Jahren sozusagen in den Umlauf gekommen, eher nicht bekannt, deswegen sage ich weiterhin Vegetarier. Vegetarianer und Sportler, ja. Und das sind sozusagen für mich ganze zwei Risikogruppen. Dadurch, dass ich Sportler bin und Vegetarier, ja, war ich sozusagen in der höchsten Risikogruppe für Nierensteine, ja. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie schon einmal Nierenstein hatte, ja, dann sind Sie sowieso noch gefährdeter, ja. Dann gehören Sie nicht nur zu der 99% Risikogruppe, sondern zu der 100% Risikogruppe. Genau. Also, was ist das, was Sie wissen sollten? Das lernen Sie unterhalb, wenn Sie auf den Button klicken, ja. Wenn Sie dort draufklicken, kriegen Sie ein Dokument. Das sagt Ihnen ganz genau, welche Lebensmittel Sie essen sollten. Und von welchen Lebensmitteln Sie wirklich zu 100% Ihr ganzes Leben die Finger lassen sollten, ja? Und ich habe ganz einfach immer jeden Tag nicht die richtigen Lebensmittel gegessen, weil halt mir es so beigebracht wurde als Vegetarier in der Studienzeit, dass halt vegetarische Mahlzeiten gesund sind, genug Vitamine drin sind, genug Mineralstoffe. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, genauso wie es bei den Sportlern ist. Ja. Den Sportlern wird gesagt, ja, für den Muskelaufbau immer viel Eiweiß. Ja. Es gibt in jedem Fitnessstudio viele Eiweißdrinks, es gibt viele Eiweißriegel, ja. Und es ist absolut gefährlich. Ja. Deswegen gehören gerade Muskelaufbauleute, ja, sozusagen Bodybuilder, zu der Risikogruppe Nummer 1, wenn es um Nierensteine geht, ja. Und wieso das so ist, das lernen Sie unterhalb, wenn Sie auf den Button klicken, dann erhalten Sie Zugang zu dem Dokument, was Ihnen erklärt, was der richtige Speiseplan ist und was nicht der richtige Speiseplan ist, ja. Dieses Dokument kommt als Video sozusagen. Dort erfahren Sie den konkret richtigen Speiseplan, den ich sozusagen erst jetzt erhalten habe. Das heißt sozusagen nach ja, knapp 50 Jahren. Ja. Also es ist schon sehr, sehr unverantwortlich von der deutschen Ernährungsgesellschaft beziehungsweise auch von der deutschen Bildungsgemeinschaft und alles, was dazugehört, ja, von den Autoritäten, dass das nicht gelehrt wird, ja. Das sollte erstens in der Schule gelehrt werden, so wie es eine ganz große Lebensmittelherstellerfirma fordert, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, denn die haben, wie schon im ersten Video gesagt, fordern die
eine Petition an den, für den Deutschen Bundestag, dass eben Ernährung an der Schule eingeführt wird. Ja. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Und zweitens sollte es ebenso eingeführt werden, dass konkret auf den Verpackungen von bestimmten Lebensmitteln, so wie es bei den Zigaretten geschrieben ist, dass diese hochgefährlich sind. Ja. Speziell für Vegetarier, für Veganer, für Pesketarier und für Sportler. Jedoch steht das auf den Lebensmitteln nicht oben. Ja, okay, wenn Sie zu den 4 Risikogruppen gehören oder schon mal Nierensteine haben oder sich in Zukunft davor schützen wollen, auch wenn Sie jetzt nicht Vegetarier sind und nicht Pesketarier und nicht Veganer und keinen Sport treiben, Ihnen kann es genauso passieren, dass Sie Nierensteine erhalten. Ja, ganz einfach durch die falsche Ernährung und die Lebensmittel. Ich sehe es bei den Leuten, die essen die täglich, ja. Und ich denke mir, oh mein Gott, nach einigen Jahren haben die ebenso Nierensteine. Und es hat mal ein bekannter Arzt gesagt, mir fällt der Name jetzt nicht ein, er hat gesagt, der Nierensteinschmerz ist der stärkste Schmerz und vergleichbar mit der Geburt eines Kindes, ja, den eine Frau erleben muss. Und deswegen schützen Sie sich davor, drücken Sie unterhalb den Button, und dann kriegen Sie im Videoformat den perfekten, genauen, konkreten Speiseplan, welche Lebensmittel absolut schädlich sind und welche wirklich sehr gut sind für Ihren Körper und mit Sicherheit Sie fernhält von Nierensteinen. Bis hierher. Jetzt unten auf den Button klicken.